Temperatur. Was eine Box. 97. Wir haben so nicht mehr alle Latten an. Sondern hier, komm, dann mach mal Teamlock. Klasse. Achtung. Töte sie alle. Boah, das ist ja Viecher, ey. Das ist echt die am meisten viecherverseuchte Cache, die ich je gesehen habe. Ist wieder so ein sehr. Hau ab! Ja. Das gibt's ja nicht. So, zeig mal, zeig mal. Nein! Nein, 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 voller Roman. Ach du Scheiße. Ja, denk dir mal was aus. So. Nur ein DFDC ist ein bisschen wenig. Boah, wenn ihr jetzt hier bald nicht alle abhaut, ne? Total zerstochen. Ja, wahrscheinlich werden sie mir noch irgendwie ein, zwei Gliedmaßen amputieren. Wahrscheinlich schon, das ist alles angefault schon. Irgendwelche Ekzeme breiten sich aus. Die Box ist zurückgebracht. Ja, damit ist die Tour hier eigentlich fast schon vorbei. Ja. Wir müssen jetzt noch Parkkoordinaten eingeben, die sich dann irgendwie 4,5 Kilometer von hier entfernt befinden. Eineinhalb Stunden Rückkehr noch. Ja, nee, machen wir schneller, oder? Halbe Stunde. Ja. Es ist ja fast nur Straße. Ja. Eine verdammt geniale Tour. Auf jeden Fall. Das Beste war die Übernachtung. Das war irre. Also für mich auf jeden Fall eins der besten Geocaching-Erlebnisse bisher. Ich werde es ein bisschen vermissen, den Rucksack auf dem Rücken. Ich glaube, ich erstmal nicht. Okay. Also. Luftlinie 2,75. Schön auch wieder erreicht. Unglaublich. Unglaublich. Ja, du weißt. Mal guck mal hier. Wollen wir nochmal eine Runde? Nein. Nein. Nee, ich habe auch keine Lust mehr. Ach, ja. Ein schöner Weg. Das ist doch gut, ne? Da sind wir eingestiegen. Und die Karre ist noch da. Hier sind die Getränke drin. Klar, nicht mehr viel, aber sie sind da. Boah, wir haben es geschafft. Die nächste Tanke ist auch nicht weit. Komm hier. Boah, ist das krass. Dann schieß los. Ja. Wie sind die Eckdaten? Die Eckdaten sind 41,14 Kilometer. Also Marathon. Genau. Dafür haben wir 12 Stunden 29 gebraucht. 12 Stunden 29 für 41, und so weiter. Aber es war ja kein einfacher Marathon. Denn es ging auch ein bisschen hoch, nämlich 1105 Meter. Also 2200 Höhenmeter waren das, ja. De facto. Die wir ja auch noch weggemastert haben. Krasse Sache. Über 40 Kilometer gelaufen. Ich glaube, so weit bin ich noch nie gelaufen. Ja, in 2 Tagen. Was eine irre Tour. Und jetzt sind wir wieder hier. Man kann es kaum glauben. Gerade eben noch hier angekommen eigentlich, ne? So kompakt wieder alles. Fahren hier hin. Selbst wenn du das mit dem Auto fährst, ist das eine ganz schöne Strecke, ne? Ja, sicher. Es dauert auch seine Zeit. Sieht ein bisschen eingesaut aus. So, mach jetzt aus. Ja. Boah. Also absolut geniale Tour. Auf jeden Fall haben wir das jetzt mal gemacht. Haben wir erstmal können wir erstmal abhaken gemacht. Und das ist echt verdammt geniale Klamotte gewesen. Boah, trotzdem irgendwie, das stimmt schon, wie wir gestern gesagt haben, man ist schon froh, hier wieder an der Karre zu sein. Und das müssen wir erstmal alles erstmal verarbeiten, was wir da gemacht haben. Und dann fahren wir jetzt erstmal eine Tanke an, holen was Kühles. Wobei das hier verblüffend kalt ist noch. Das stimmt. Warum auch immer. Im Rucksack ist das eigentlich, wo es unten lag, auch relativ. Ja, unten. Aber die oberen Pullen, die waren pisswarm, ja. Auch weil die Sonne da immer drauf geknallt ist. Aber du willst ja auch nicht mal ganz unten reinstecken wieder. Ja. Immer wieder rauskramen bringt auch nichts. So, diese Monster-Rucksäcke kommen da jetzt rein. Ein T-Shirt brauche ich noch vorher. Und dann gucken wir mal.
machen wir uns auf den Rückmarsch. Eine SMS schreibe ich noch eben. Ja. Uhrzeit 10 vor 4 am Sonntag. Jedenfalls wieder hier. Ja, dann bis zur nächsten Tour. Bis bald.